Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bus Simulator 18 hier auf meinem Kanal. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein paar Linien angelegt, das heißt, ich sag mal eine links rum, eine rechts rum, also immer hin und zurück, weil die Leute müssen ja auch wieder nach Hause kommen. Und wir gucken mal, ich glaube, uns steht hier noch eine neue Aufgabe bevor. Eben hat die Stadtverwaltung angerufen. Sie erteilen uns die Genehmigung, die nördlichen Bushaltestellen wieder in Betrieb zu nehmen. Gute Arbeit! Ich möchte dir gern Peter Baumann vorstellen. Er hat den Wunsch geäußert, zukünftig mit uns zusammenzuarbeiten. Ganz richtig, hallo. Ich habe euer Projekt bisher sehr gespannt verfolgt. Ich bin Sprecher der Handelskammer und wir möchten das Mobilitätsnetzwerk zwischen unserer Stadt, den angrenzenden Dörfern, Freizeitarealen und dem Businesspark optimieren, um die Lebens- und Arbeitsqualität der Menschen zu verbessern. Verstehe. Wenn ihr uns dabei helfen würdet, könnten wir mit der Stadtverwaltung verhandeln, um die Agricultural Area im Osten der Stadt für neue Strecken zu öffnen. Das klingt gut. Ich schlage vor, mit der Erstellung von Rundstrecken zu beginnen, denn die eignen sich sehr gut, um viele Passagiere hin- und zurückzubringen. Werde ich vielleicht auch mal gefragt. Dankeschön. So, was sollen wir machen? Wir haben also, das hier sind jetzt schon unsere Strecken, die wir haben. Da sehen wir sie. Also quasi, wie ich es gesagt habe, einmal links rum, einmal rechts rum. Das gleiche ist mit der Strecke zum Sägewerk, ne? Einmal die und einmal die. Und da haben wir dann auch die Anbindung. So, jetzt sollen wir eine Stelle erstrecken. Genau, eine Strecke erstellen mit maximal 7 Haltestellen. Welche beinhalten? Schubergrounds, Siegwalden. Das muss ich mir jetzt erstmal aufschreiben hier, sonst habe ich die Hälfte nämlich gleich wieder vergessen. Also Schubergrounds, Siegwalden. Und Speichen des Businessparks. Lido, eine Haltestelle. Okay, da müssen wir wohl immer mal wieder reingucken. Dann müssen wir eine neue Strecke anfangen. Das heißt, wir fangen eigentlich. Wie sieht denn das aus? Speichen des Businessparks sind 2 Haltestellen. Dann haben wir bei den anderen immer die genommen, dann nehmen wir hier die und die. Dann Schubergrounds, 2 Haltestellen. Wo sind denn die Schubergrounds? So, die sind hier. Ich glaube, wir nehmen dann erst tatsächlich ich glaube, wir fahren hier lang, da lang. Hier lang und hier lang. Irgendwie so in diese Richtung. Also 1, 2, genau. Mhm. Okay, die nennen wir dann X1, 2, das wäre dann X3 müsste das sein. Und speichern. Wie will er uns hier denn jetzt fahren? Okay, da lang. Irgendwie ist die Linie scheiße. Ja. So. Nochmal. Schubergrounds, Siegwalden, Speichen. Das heißt, wir können auch andersrum anfangen. Hier anfangen. Okay, neue Strecke. Wir fangen hier an. Wir fahren darum. Wir fahren darum. Wir halten hier, fahren hier rum, ach, wir nehmen hier wieder die gleichen Speichen, so, das Ganze speichern, da
Da muss ich noch mal dran. Was haben wir gesagt? X3 soll das sein. Shift X3, genau. Und speichern. So, und wir können noch eine neue Strecke machen. Und zwar geht es da genau andersrum. Schade, warum geht das nicht? Okay, was sollten wir denn hier machen? Recherche mit 7 Haltestellen, bla bla bla. Okay, fahre die Strecke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was war das mit mindestens oder was? Mit maximal 7 Haltestellen. Ja, das haben wir ja gemacht, ne? Das ist die hier. 1, 2. Da fehlt eine. Machen wir das anders. So, pass auf. 1, 2. Neue Strecke. 1, 2. Drei, vier. Ach ja, das ist alles nicht so einfach mit mir, ne? X3 speichern. Ist er damit jetzt zufrieden? Schober Grounds 2 Haltestellen. Siegwalden Lido 1 Haltestelle. Wo ist denn Siegwalden Lido Himmel A? Laichstraße Siegwalden. Ach so. Okay, dann machen wir das anders. Also. 1, 2, 3. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Eins. Zwei. 3, 4, 5, 6, 7. Es ist etwas schwierig heute mit mir, ich weiß es. Man sollte die Aufgaben richtig durchlesen, so speichern. Genau, jetzt haben wir sie fertig. Und theoretisch, mal gerade gucken, ob das schon funktioniert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist dann die X4 speichern. So, jetzt haben wir die Strecken, da haben wir aber noch keinen Bus drauf. Wir haben auch nur noch 54.000. Das ist jetzt nicht mal die Welt, ne? Garage. Wir fahren, ich kann mit diesen irgendwie am besten klar. Das ist der Streckenplaner und wir wollen diese Strecke hier fahren. Fahrt starten. Die sollen wir umgekehrte Strecke, Einstellung, bla bla bla. Fahrkartenautomat, realistisch.
Aber ich möchte mal wieder bei am Tag fahren bei zufällig. Zufällig ist immer gut. So, Fahrtbeginn, Einstellung, Schnellstart, umgekehrter Loop, Rückfahrt. Die machen wir aus. Und wir starten unsere Fahrt. So, jetzt haben wir es aber, Mensch. Na, mittlerweile wissen wir ja, wie es geht, ne? Entsperren, entsperren. So. Es läuft auch schon. Da ist das E. Beleuchtung einschalten. So, das ist jetzt erstmal wichtig. Und wir gucken mal, was wir draußen für ein Wetterchen haben. So, die Köpfe amüsiert sich gerade mit dem Strandhafer. Nee, gar nicht mit dem Strandhafer. Doch mit dem Strandhafer. Mal ein bisschen drauf achten, da muss ich sie eventuell dann gleich mal verscheuchen. Weil so eine Pflanze ist kein Spielzeug. Okay. Eingesetzt, da wäre ich jetzt so von allein nicht unbedingt drauf gekommen. Ey. So, da vorne ist dann gleich unsere erste Haltestelle. Nächster Halt, Ostspeiche. Wie gestern im Offline, als ich gefahren bin, da hatte ich die perfekte Tour. Nicht einen roten dabei. Also nirgendwo angedünscht. Eine Fahrkarte, bitte. Ich sitze im Rollstuhl. Ich brauche Hilfe beim Einsteigen. Ja, okay. Dann machen wir das mal. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Diese Rampe ist auch immer so. Ja, ich komme gerne mit zum Strand. So, Einzel. Was haben wir denn da? Standard. Anzahl 1. Einzel. Standard. Okay. Danke. Das ist jetzt die Tür hier blockiert. Oh, es klappt auch wieder gar nicht heute. Was ist denn das jetzt hier, Mensch? Jetzt drin. Habe ich jetzt alle Türen? Oh, mach das Ding doch zu, Mensch. So, Türen sind alle zu. Dann wollen wir gleich mal die Fahrkarte prüfen, ne? Hier ist die Fahrkarte. Oh, und hier ist ein Foto meiner Katze. Ich will die schon sehen. Ich habe selber eine Katze. Was? Kann ich... Ach so, hier. Ja. Hier. Na klar.
So, können wir jetzt endlich weiterfahren. Was ist denn das heute mit dem Bus hier? Ich glaube, jetzt haben wir eine Verspätung. Festspeicher. Wie war das noch gleich? Noir? Gruyère? Grandeur? Ah, stimmt. Es war Gruyère. Ach, ist das was zu essen? Nächster Halt. Festspeicher. Ja. Bleib doch draußen, Himmel, die Berge. Sehr pünktlich, danke. Wiedersehen. Eine Fahrkarte, bitte. Du fiel mit dieser Rampe. So, Standard, Einzelstandard. Danke. Und wohin geht's jetzt? Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Jo. Einzel, Senior. Danke. Oh, die haben heute alle passend Geld dabei, das glaube ich ja wohl. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Das ist mir aber egal, ob du mir das schon gezeigt hast oder nicht. Alter Verwalter. Tschüss. Tschüss. Ja, dieser Bus macht mich... irre. Augenblick. Da. Hier, bitte. Klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja. Das sagen sie alle. Junge. So, ich denke mal, ich weiß jetzt nicht, wo wir lang müssen. Lido. Ja, zum Lido. Ist das ein Club oder so? Hört sich so an wie so ein Nachtclub. Reinpassen in die Kreuzung und dann klappt das auch. Das ist da. Sehr schön. So, was ist hier los? Hier haben wir einen Kreisel. Aber da kam nichts. Wir müssen ja ein bisschen flott machen hier, ne? Hey, aber es ist jedes Mal das Gleiche. Ich vergesse es abzuschalten. Nee, ich schalte es absichtlich nicht ab. Aber immer dann, wenn ich irgendwas aufnehme, dann gibt es hier und so weiter. Ne? So, hier ist unsere Haltestelle. Nächster Halt, Siegwald, Lido. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Nächster Halt, Siegwald. Oh, hier steigen wenig ein um diese Zeit, ha? Ein bisschen auf Schlaglöcher achten.
da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knie. Oh, der Marienkäfer wäre ich gern. Ich könnte mich ja auch mal auf ihr Knie setzen. Jo, Kollege. Nächster Halt, Siegwalden. Oh, ich fühle mich, als hätten wir gestern im alten Sägewerk durchgefeiert. Ich bin hundemüde. Naja, dann. Wann ist die eigentlich eingestiegen? Ist das ein Tornado? Nee, ein Bus. So, junge Frau. Klar. Na klar. Wo hab ich denn... ach, hier. Bitte. Ich hab ihren Müll rumliegen lassen müssen. Unglaublich. Ein Scheiß muss man immer wegräumen. So, die Glocken, die ihr jetzt vielleicht hört, kommen nicht aus dem Spiel. Das ist real. Schlaglöcher, da muss man auch aufpassen. Schlaglöcher und diese komischen Schwellen, diese hier. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, das war's. Ja, echt schön, dich zu sehen. Ich wünsche dir was. Ihr könnt ruhig überholen. Die Sicherheit meiner Fahrgäste geht vor. Ich dachte jetzt gerade, wir das Schlaf erwischt. Diese Pfützen klingen etwas merkwürdig. Wir haben die Strecke gleich schon abgefahren, Mensch. Es geht relativ gut. Ja? Was denn? Perfekt geparkt. Ja, er kann, ne? Bist auch eine Fahrkarte mit. Bist du besoffen oder was? So, Woche. Standard. Danke. Der Erste, der heute Geld wiederbringt. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Ach, nichts. Habe ich Ihnen schon gezeigt? Oh, tut mir leid, ich muss sie verloren haben. Ja, ja. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Sprechen wir nach Feierabend drüber, junge Frau. Was? Ach so, hier. Na? Bei mir. Das klappt ja alles wie am Schnürchen, ne? Nächster Halt, Fischgrund. Hey,
Bis dann. Freue mich. Wie viel kann eine Karte? Das müssen wir kontrollieren. So viele eingestiegen. Sind die vorne rein und hinten wieder raus, oder was ist das? Hier, bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon... Wo habe ich denn... hier, bitte. Hm? Kannst du mal, warum halten die? Aber der Blinker war nicht richtig gesetzt. Das war... Nächster Halt, Schienenlegerstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ich glaube, so als Busfahrer, das ist auch nicht ganz so einfach, so ein Gefährt durch die Straßen zu lenken. Aber wir haben bei dieser Fahrt jetzt noch nichts Rotes. Alles noch im grünen Bereich. Das läuft also perfekt für uns. Schienenlegerstraße. Endstation. Bitte alle aussteigen. Ja, genau. Damals, das war als... Ja, ich die auch. So, meint's mich gar nicht. Das ist schade. Sehr schade. So, Bus ist sauber. Und dann können wir die Tür zumachen. Wir fahren jetzt. Fahren dann jetzt zur Garage. Es hätte jetzt noch gefehlt, jetzt noch irgendein Mannequin überfahren oder so. Ich finde den Bussound noch ein bisschen unrealistisch, kann das sein? Ne, wir fahren bis zur Garage, das gönne ich mir. So, hier gibt es auch Ampel. Sehr schön. Hat er nicht gemerkt, Gott sei Dank. Das war nämlich schon sehr dunkles Gelb. Hey, ja, haben wir auch schon mal bezahlt. Aber bis jetzt läuft die Fahrt perfekt. Kann ich nicht meckern, ne? Wie viele Schwarzfahrer wir gleich nicht entdeckt haben, aber da dürfte keiner gewesen sein.
Also ich muss sagen, das Spiel gefällt mir immer besser. Das gefällt mir echt bald besser als On the Road. Kann man jetzt sehen, wie man will. So, komm, mach grün ab. Wir essen zeitig. Wir sind aber auch gleich schon da. Da ist sie. Ich wollte gerade sagen, ich sehe die Ampel nicht. Ist hier eine spezielle linksabbiege Ampel? Jetzt keine entdeckt. Jetzt noch sauber hier reinkommen, ohne... Achso, vielleicht haben wir da noch eine Macke reingefahren. Ausnahmsweise. Das war's. Feierabend. Jetzt gucken wir das mal an. Ja, alles perfekt, oder? Schwarzfahrergebühren 120, Ostspeiche, Westspeiche. Ist das, weil ich jetzt nicht pünktlich war oder weil keine Fahrgäste dort waren? Nee, waren aber doch. Keine Ahnung. So. 62, wir haben 117.000 haben wir schon wieder. Das ist schon mal sehr schön. So, ich bin auf die Strecke jetzt gefahren. Fahre die Anschlussstrecke. Speine. Oder muss ich die tatsächlich andersrum fahren, dieses Ding hier? Ich werde das offline ausprobieren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen für diese Folge. Freue mich aufs nächste Mal und sage erstmal ciao, ciao.